Ich wusste es. So, Herr Leclerc. Was hast du denn hier gemacht? Ja, guten Tag. Guten Tag. Hallihallo. Und zwar in diesem Video werden wir jetzt erstmal den Mustang auf Herz und Nieren testen, prüfen, alles uns angucken, damit wir so eine Idee kriegen. Ah, ich glaube, das sind unsere Scheiben. Super Schutz bei jedem Wetter. Und wir kriegen von den Sattelzügen für das neue Gebäude, sage und schreibe, 5 oder 6 Sattelzüge. So viele Scheiben sind das. Die sind alle voll, ne? Insgesamt bestellt haben wir 51 Scheiben. Wie viel Quadratmeter? Weißt du, oh, ich kann nur in Kilogramm, viel, ne? Tonnen. Ja, ich bin so ein bisschen doll in love mit meinem Mustang, weil es mein erstes amerikanisches Auto ist. Es ist wirklich, und ich sag das so oft so, ja, echtes Auto. Das ist ein echtes Auto hier. Weil, guck mal hier. Erstmal, nicht nur weil er manuell ist, sondern auch wie er sich schalten lässt. Plus, du schaltest dann nicht bei einem 2-Liter Turbomotor, sondern du hast einen 5-Liter V8 Motor. Das ist, du bist, sind wir schon gefahren? Wir sind einmal gefahren, ja. Aber nicht richtig schnell, ne? Nö. Okay. Ist das eigentlich, das habe ich mich letztens gefragt, ein Muscle Car? Ist es noch das? Ist ein Pony Car. Nicht mehr, oder? Ist ein Pony Car. Der Mustang ist ein Pony Car. Ein Pony Car. Das harmlose von dem. Ja, schon. Aber ich muss ehrlich sagen, so harmlos finde ich es gar nicht, weil das ist schon schnell. Ich habe auch schon die Box zum Messen habe ich auch mit, dass wir mal uns so einen Überblick verschaffen können. Ich muss eben Navi anmachen. Überblick verschaffen können, wie schnell der Eimer nämlich ist, weil der ist wirklich schnell. Ein Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, ist, wenn du Gas gibst, ne? Die ganzen, man merkt das nicht bei den ganzen modernen Autos, weil man sich daran gewöhnt. In 600 Metern halb rechts abbiegen auf die B236. Das ist aber keine Jutta, ne? Keine Jutta. Das ist so eine Ulla. Ja, das ist Sabine. Sabine, muss ich gehen. Das Gaspedal geht weit. Bei ganzen Autos ist das immer so, ne? Mhm. Und das ist halt ein digitales, ein E-Gas, so. Jetzt halb rechts abbiegen. Und dann man dosiert so, aber hier hast du den Weg. Und ja, allein das macht schon Bock. Ein Dosieren, du, ne? Ja, genau, du hast halt wirklich, du kannst entscheiden, so wie weit du das machst. Ich meine, ist ja auch eine riesen Drosselklappe in dem Eimer hier. Das ist ja so ein Trümmer. Aber du hast wirklich, sind das meine Pringles? Das sind doch meine Pringles-Reste. Ich dachte, du machst Diät. Mach ich auch, das war nicht meine. Also nicht deine. Nein. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist. Nein, ohne Scheiß. Alter, da ist kein Turbo drin. Genau. Das ist halt. Fuck. Eine sehr geile Getriebeübersetzung mit einem hochdrehenden 5-Liter V8-Motor, der wirklich Bums hat. Aber hier gleich kommt der Punkt. Wir werden gleich mal messen, wie die Zeiten sind. Weil es gibt Autos, wo du das Gefühl hast, der ist schnell. Aber der ist gar nicht schnell. Das heißt, wir werden gleich mal gucken, wo er sich hier so bewegt, wie das so ist. Ich habe in Erinnerung, dass wir mit dem M2 sind wir 11,5 oder 200. Ja, sowas, ne? 11,4, 11,5. Und dann werden wir gleich mal gucken, was ist. Und wir haben ganz viele Menüpunkte. Das ist eine echte Playstation hier. Guck mal, siehst du das Menü? Pass auf, siehst du Tachofarben? Das ist nur die erste kleine Sache, ne, die man hier so machen kann. Achso, und dann halbwegs. Ah. Geil. Ich finde das. Ist auch so eine kleine Spielerei, aber ich finde. Genau. Manche Farben sind aber einfach zu heftig. Ich merke das abends. So ein Rot oder so, das scheppert in die Augen oder blau. Also ich verstelle es meistens, wenn ich an der Ampel stehe oder wenn irgendwas ist, Stau oder sowas, dann hast du irgendwas zum Spielen. Ist doch immer. Snake. Ich finde, es ist ein wirklich geiles Projekt. Und es ist auch ein bisschen entstanden, weil ich gesehen habe, wie viele Tuning-Teile es für diese Autos gibt. Motormäßig, fahrwerkstechnisch, Felgen, Maß, Felgen einpräzise ist ein bisschen schwierig. Ist jetzt nicht so ein extremes Konkavmonster, wie man sich das vorstellt oder wünscht, aber felgenmäßig geht wirklich was. Dann ist ja auch klanglich. Wir werden ja auch die Reise des V8-Klangs hier mitmachen mit dem Auto, dass wir wirklich gucken, was für V8-Arten gibt es, weil einen echteren, pureren V8-Sound aus so einem Ding gibt ja kaum anderes Auto. Ne? Mhm. Die deutschen und europäischen V8-Motoren sind ja alle anders vom Aufbau. Ne? Das ist alles so ein bisschen dezenter. Hier ist das richtig Ami V8.
Und ich freue mich auch, ein Ami zu fahren. Dann kann man hier Launch Control, also man kann hier so einen Track Mode machen mit so einem Burnout-Funktion und sowas. Mhm. Alles eigentlich. Kann er das von Leon auch? Ja, ne? Das ist genau derselbe. Also von der Ausstattung her? Nur Automatik ist Leon seiner. Und ich habe auch so ein Soundsystem. Der Sound ist allgemein geil von der Anlage. Mhm. Wir können mal messen. Ich war auch verbrauchstechnisch, fand ich es gut. Ich habe verbraucht 11 Liter. Das ist nicht wirklich viel für so einen. Was verbrauchst du mit deinem Golf? Je nachdem. Ich denke mal so im Schnitt irgendwie 8 Liter. So wenig? 8,5, ja. So, wir wollen mal gucken. Ich habe noch 0,10 eingestellt gehabt, weil ich letztens gucken wollte, wie schnell ich renne. Auf 10. Geil. Wir machen mal hier auf alle Modes: Sport Plus, Rennstreckenmodus, Schnee und Nässe und normal. Nein, wir machen Rennstrecke. Und was ich geil finde, ist, dass der Sound von vorne kommt. Gepaart mit hinten. Ich finde den Sound auch gut, Serie. Es war jetzt nicht mega laut, aber wenn es ja auch so mega laut wieder wäre, dann hörst du auch wieder weniger Motor. Aber darum kümmern wir uns. Wir werden uns darum penibelst kümmern, dass das Fahrzeug auch von vorne dementsprechend Geräusche entwickeln wird. Ja, bist du bereit? Ja. Kacke geschaltet. Einmal, ich wusste nicht genau, wann der Drehzahlbegrenzer kommt. Was machen wir? Machen wir gleich nochmal. Schnell, ne? Mega. Das ist ein Saug, manueller Saugwagen mit 420 PS. Also überraschend für einen Sauger ist das echt mega. Genau, weil der kleine M2 hat gebraucht 11,5, ne? 11,5. So, warte ab. Ich schalte es mal vernünftig. Aber Turbo vermittelt einem ein ganz anderes Gefühl, ne? Das merkt man natürlich. Aber das liegt auch daran, weil du hast eine Phase, wo du schlechter beschleunigst und dann eine Phase, wo dasselbe Fahrzeug einfach aufholt und schneller beschleunigt, was für den Körper für den Moment eine stärkere Beschleunigung ist, was es ja auch ist. Mhm. Ja, also Turboloch und dann in den Ladedruck rein. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nur in der Ladedruckphase fahren könnte, dann wäre natürlich durchgehend dieser Boost und auch die Zeit dementsprechend gut. Aber du hast halt immer diesen Übergang, das Pedal gibt Vollgas, der Motor gibt auch alles, ist aber noch kein Ladedruck da. Da denkst du, ja, und dann macht das ja. Ja, ja. Und dann holt er halt auch auf. Bei einem Saugmotor hast du halt von der ersten bis zur letzten Sekunde Attacke. Ich bin noch gar nicht so richtig gedriftet mit dem. So ein bisschen nur bis jetzt. Das ist ja total untypisch. Aber man macht viel mit der Fahrzeugmasse. Also man kann ihn in den Drift reinschmeißen, ohne groß Tam-Tam-Gas und sowas, sondern du machst nur so Lenkbewegung und so. Dann ist auf jeden Fall. Ja. Ja, geil. Und das Fahrzeug ist auch komfortabler, also das ist so ein bisschen mehr am Wanken. Ich sag dir, schaffen das nochmal jetzt unter 12. Unter 12. Und das fände ich richtig gut. Gesagt, alter Schwede. Du musst ein bisschen vorher schalten, ein bisschen früher schalten, weil die Drehmomentkurve so ein bisschen abfällt. Und jetzt habe ich geschaltet bei 7er Umdrehung vor Drehzahlbegrenzer, 6er Umdrehung vor Drehzahlbegrenzer, 11,3. Ist jetzt schon mal schneller als ein M2 mit Ansaugung. Aber ich würde gerne mal wissen, was man wirklich schafft, 0,100. Das ist nämlich, glaube ich, nicht ganz so geil. Boah, das kann ich noch nicht mal schätzen jetzt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn er jetzt keine gute 0,100er Zeit macht, wäre ich ihm nicht böse. Weil das gehört auch irgendwie zu so einem Ami dazu. Ne, dass der ausrastet mit Vitamtam losfährt. Aber wenn das Auto jetzt schon 11,2 macht, 100, 200, so, wenn wir damit fertig sind, ne? Krasse Scheiße. Der Unterschied wird vor allen Dingen obergeil. So, was machen wir für ein Boot? Ich würde sagen, wir bleiben mal auf Rennstrecke. Track Apps habe ich. Dann habe ich hier ein Beschleunigungsmesser eingebaut. Beschleunigungszeit, Bremsleistung, Rundenzeiten. Launch Control. Sehr, sehr gut. Bist du ready? Ja. Ah, perfekt. Schneller an. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, oh, das wird gut, wird irgendwie 4,5, 4,9. Ich denke, die Zeit werden wir nicht wirklich verbessern. Hat der lange gekurbelt? Nee, ne? Nee, gar nicht. Aber hier ist noch so ein Menüpunkt drunter. Ich kann die Start. Echt, das Auto geil!
ich kann hier die Startdrehzahl der Launch Control verändern. Wir machen nochmal einen. Wir starten mal mit 500 Umdrehungen höher. Das ist halt wirklich geil, ne? Andere Hersteller würden dir das nie erlauben. Das wir entscheiden, wie viel Drehzahl du machst. Weil wenn du zum Beispiel andere Reifen fährst, andere Felgen fährst, irgendwas ändert sich, dann ist das ja nicht mehr gegeben, dass es wirklich genau gleich funktioniert. Mhm. Wir haben gerade 3000 gehabt. Jetzt machen wir 3500. Jetzt will ich mal 4500 probieren. 4500? Ja. Ready? Ja. Nee, da musst du Traktorkontrolle auf jeden Fall ganz ausmachen. Ja, jetzt ist sie aus. Starter? Ja. Ja, ja. Das geht nicht gut. Noch voll Bock. Das Launchen mit dem Quer, ne? Ja, du. 5,4 Sekunden mit 4500. Fabio. Hallo! Jo, bis gleich, ciao. Bis gleich, ciao. Auf jeden Fall. 5,4 Sekunden, Traktionskontrolle aus, 4500 Startdrehzahl. Okay, 3500 sehe ich als Beste. Mhm. Momentan mit den Reifen, mit der Leistung, weil die Regel da noch nicht rein, die Traktionskontrolle. Geil, was haben wir noch? Da Beschleunigungsmesser. Ne, in G-Werten. Ne, dann kannst du hier so gucken, was er so macht. Beschleunigungszeit. Aber er kann auch 0-100 innen drin messen. Sollen wir vergleichen, wie die Zeitunterschiede sind? Also wenn der jetzt wirklich da nah dran ist, dann... Dann weg mit dem, Kasten. Dann weg mit der. Dann haben wir einen Countdown-Start, wo du halt quasi die Ampel üben kannst. Oder automatischer Start. Aber ich denke, automatischer Start ist auf jeden Fall besser. Ich war nie der wirklich super gute Viertelmeilen-Starter. Nein? Nee. Wir werden noch so viel machen an dem Auto. Ich glaube, es kann eine der Projektautos werden, wo wir am meisten umbauen. Ich glaube, nur das Kennzeichen bleibt Serie. Uh-oh. Sagt er. 5,5,3. Er sagt 5,0 und das Auto sagt 5,3. Nochmal. Okay, also das Verhältnis ist aber trotzdem schon mal immer gleich, das ist schon mal sehr gut. 0,3 immer, ne? 0,3. Ja, flott ist er. Mega. Voll. Und er macht so locker, ne? Ja. Ne, du hast irgendwie bei so einem Turbomotor, der wird jetzt langsam zu heiß, müssen wir ruhig machen. Nein. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal ein bisschen über das Auto gesprochen, wir werden noch ganz viele andere Sachen über das Auto quatschen. Wir machen erstmal den Schluss hier. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bis morgen. Tschüss. Das sind noch meine Pringles. Ich dachte, du machst Diät. Mach ich auch, das war nicht meine. Ah, das sind also nicht deine. Nein.